Verletzungen. Nach einem Jahr Pause ist es wieder soweit. Es ist zurück, das wohl schrillste und glamouröseste Event des Jahres, der Liveball. In knapp 3 Wochen, am 10. Juni, findet er in Wien statt und Organisator Gary Kessler hat einige Änderungen angekündigt. Heute sind die ersten Details präsentiert worden. Schrille Kostüme und internationale Stars. Das soll es auch heuer wieder beim Liveball geben. Als es aber wie üblich um das Nennen der großen Namen geht, ziert sich Gary Kessler heute. Ja, jetzt finde ich das Katerl nicht. Mit 2 Namen rückt er dann doch raus. Supermodel Naomi Campbell wird kommen und die britische Sängerin Joss Stone. Im Mittelpunkt sollen heuer aber nicht die Stars stehen, sondern eine Botschaft. Know your status, also kenne deinen Status. Mit der Kampagne sollen Stars wie Kate Winslet und Uma Thurman motivieren, einen HIV-Test zu machen. Denn noch immer wissen viele Infizierte nicht, dass sie infiziert sind. In Österreich rund jeder 6. Wenn man es früh erkennt, kann man es gut behandeln und das ist eins der wichtigsten Dinge. Und zum anderen, behandelt ist man nicht mehr infektiös nach dem heutigen Wissensstand und kann auch die Infektion nicht an etwaige Partner weitergeben. Verraten worden ist heute, wer die Liveball-Eröffnung moderiert, Kabarettistin Verena Scheitz und Conchita. Ja, wir werden sehen, ob das nicht eine Fehlentscheidung war. Ich moderiere nicht nur, ich tanze ja auch. Wegen mangelnden Talents haben wir uns darauf geeinigt, dass es eher was fürs Herz und nicht für die Augen wird. Für die Augen ist sicher auch etwas dabei. Zwar keine klassische Modenschau mehr, dafür eine Show, fast schon wie ein durchgehendes Musical. Und ich hoffe, damit bringen wir die Botschaft deutlicher an und ich hoffe, dass es gefallen wird. Es soll eine Show im Stil der 20er und 30er Jahre werden, die Anfangszeit des Faschismus. Und damit auch vor politischen Gefahren warnen. Im Mittelpunkt steht aber die HIV- und AIDS-Prävention. Out.